Beppi babbelt. Lieber dumm geschwätzt als gar nichts gesagt. Hallo, liebe Leute. Ich bin's wieder, euer Beppi. So, wir haben's geschafft. Die Vorrunde, die ist vorbei. Deutschland ist weiter. Warum weiß keine Sau, aber sie sind halt weiter. Naja, bei dem Gekickel jetzt, gegen Ungarn, das war ja wohl eine Krache. Gut, gegen Portugal war es ja noch okay, aber gegen Ungarn, das hätte die Offenbacher Kickers auch hingekriegt. Sogar schneller und vielleicht sogar besser. Naja, gut. Aber ausgerechnet der sich mit Fußball so gut auskennt, gibt jetzt Tipps, gell? Naja, was soll's. Aber das Schönste war doch eigentlich die ganze Aktion mit der Ungarn und mit der Regenbogen und mit allem drum und dran. Denn jetzt endlich kennt die ganze Welt Regenbogen, auch die es bis jetzt nicht gekannt haben. Die wissen jetzt, für was so ein Regenbogen ist, nämlich für unsere Community, gegen Homophobie. Und das ist immer so ein Zeichen, das ist nämlich ganz wichtig. Denn man sagt ja immer, naja, hier in Deutschland ist ja alles super, aber ich sage euch eins, solange irgendwo auf der Welt ein Mensch wegen seiner sexuellen Einstellung verfolgt wird oder ermordet wird, solange wird gekämpft. Ja, ihr wisst ja, Tunten retten die Welt, auch wenn es Orban und Putin nicht gefällt. Und dafür lohnt es sich doch zu leben. Bis zum nächsten Mal, euer Beppi.